Damit geht es weiter. VfB Stuttgart gegen den 1. FC Köln. Unser viertes Achtelfinale. Das heißt, die Halbzeit ist dann gleich erreicht. Der Gewinner dieser Partie spielt gegen den Gewinner Wolfsburg gegen Bremen. Das sind jetzt packende Duelle hier unterwegs. Beide in der Vorrunde so ein bisschen enttäuschend mit jeweils so 3 Punkten. Stuttgarter Erfolg würde noch von heute Morgen, von gestern Morgen, Entschuldigung, gegen Leipzig 4-1 gewonnen, ansonsten gegen HSV 0-2 und heute gegen Arminia Bielefeld 2-3. Die Kölner konnten heute ihr erstes Spiel gewinnen und das gegen die Mühlenkaiserswahl. Falls jemand denkt, ich würde es verschweigen, nein, ich habe den ersten FC Köln bis dann ganz zu Beginn zu einem der Favoriten für dieses Turnier erklärt. Sollten die jetzt gleich gegen Stuttgart ausscheiden, ja, setze ich eigentlich die Tradition für mich hier fort, dass meine Prognosen definitiv nicht zutreffen. Aber wir warten ab. Stuttgart mit einem seiner auffälligsten Spieler, Laurin Purda, Kapitän der Schwaben. Kölner hier schon tolle Spieler dabei. Henry Matta, Luis Müller, Can Potsugan sind so die auffälligsten Akteure beim ersten FC Köln gewesen. Rumgedreht. Jetzt der Ball. Ah, hätte er nochmal querspielen können. Da hätte sich Luis Müller über eine Abgabe gefreut von Can Potsugan. Potsugan aber, der sehr wendig ist. Auf engem Raum sich immer wieder behauptet. Jetzt die Möglichkeit. Aber Florian Schock im Tor. Der Schuckert war ganz souverän. Stuttgarter ja die zweiterfolgreichste Turniermannschaft. Dreimal konnten sie den abgewinnen, der ja seit diesem Jahr Heinz-Dieter-Holzing-Pokal heißt. Um den geht's. 4 Finalteilnahmen, zuletzt 2013. Hacke dem Gegner in die Füße geklärt und dann ruckzuck der Treffer. Manuel Reuter, etwas unglücklich da, wollte sich der Kölner Spieler in der Ecke befreien und legte die Kölner Brust gültig auf. Zur Führung für die Schwaben, Tabellenführer der Oberliga. Hier treffen ja zwei Tabellenführer aufeinander. Stuttgarter Erster der Oberliga, die Kölner in der Mittelrheinliga, auch Tabellenführer. Noch keine Niederlage, die Kölner. 11 Siege, 2 Unentschieden. Gerade mal 6 Gegentore. Zudem, da ja auch meine Favoritenaussage, wir waren
die Kölner vor einer Woche den Norit Cup in Nettelbach mit einem 3:1 Erfolg gegen den schon feststehenden Viertelfinalisten, den FC Bayern München. Gerade jetzt mit dem nächsten Angriff und das war ganz knapp, gut abgeschlossen, sehr überlegt. Ah, das war ein Foulspiel, das muss Freistoß geben, gibt es auch für die Kölner. Pfiff von Schiedsrichter Christoph Gerling vom VfL Roter. Auch er wird noch nachher hier zu meiner Rechten sitzen und uns ein paar Einblicke in das aktive Schiedsrichterwesen gegeben. Ball hier, aber kein Problem. Ja, heute nimmt die Matte einfach zu viel. Zurückgelegt und der passte ganz genau. Manu Reuter, Doppelpack in diesem Achtelfinale. 2:0 VfB Stuttgart. Trainer der Stuttgarter, ja, Kai Auswald, Ex-Profi, unter anderem aktiv für den VfB Stuttgart, Hansa Rostock und Hannover 96, machte 73 Bundesligaspiele, ist erst seit 1.1. verantwortlich für die U16, vorher für die U19 aktiv und das wurde dann getauscht. Heiko Gerber, der eigentliche U16-Verantwortliche, rutscht in die U19 und Kai Auswald jetzt für die U16 zuständig. Und hat seine Jungs, wie es hier scheint, schon gut im Griff. Kölner Trainer Martin Heck, 33 Jahre zuvor verantwortlich für die zweite Mannschaft der Kölner in der Regionalliga. Schon umgeschaltet hier. Ja, Köln erhöht jetzt den Druck, erhöht das Risiko. Attackiert jetzt auch den Torwart, um dann schnell die Bälle zu gewinnen. Ja, als Gretsch interpretiert, richtiger Pfiff. Freistoß. Für den VfB. Abschlussversuch von Laurin Buda.
Chance bei der Außenposten, gibt einen Abstoß. Also hier der VfB Stuttgart, vor allem durch Distanzschüsse immer wieder gefährlich, immer wieder aktiv. Köln kommt nicht so richtig zum Zug, nicht richtig zum Abschluss, immer wieder ein Bein dazwischen. Kann man nicht so richtig in die Balleroberung da vorne rein. Die spielen jetzt schon mit hohem Druck, hohem Pressing. Aber Stuttgart schafft es immer wieder da auch, die Bälle zu klären und sich da zu befreien. Viereinhalb Minuten. Noch zu spielen. Noch ist alles drin, alles möglich. Schussversuch und der passte von Noah Katterbach. Gut platziert. Eins, das war ein Schusstreffer. Dreieinhalb Minuten vor Ende. Wieder der hohe Druck. Den Ball gewinnen. Für die Kölner. Aber gestern zum ersten Mal samstags kein Unentschieden in der Vorrunde. Auch bisher alle K.O.-Spiele nach 15 Minuten beendet. Steht es unentschieden, das zur Erinnerung gäbe es sofort 9 Meter schießen. Bisher aber alle Spiele so entschieden. Und das war ein Foulspiel an Can Bozogan. Gibt keine 2 Minuten. Zwei Minuten noch auf der Uhr. Mit Abstand nochmal eingefordert. Ball gewinnt jetzt VfB. Schussversuch, auch der geht über das Tor. Er versucht jetzt über Kontrolle zu kommen, über Ballbesitz zu kommen. Das wird der Hammer. 60 Sekunden haben wir noch. Zeit genug hier auszugleichen und das erste 9 Meter schießen zu gehen. Wir sind gespannt. Angelupfter Ball, ah, das war eine Idee, vielleicht nicht die Ausführung, aber nicht gut. 46. Sekunden. Gib nochmal Gas! Wieder Ballbesitz.
B, das war V-Spiel, da war schon ein bisschen Frust mit bei. Und gibt dem Fall 2 Minuten. Ah, Kick an der Bande. Also ein Torrückstand und Unterzahl für die Kölner. 29 Sekunden vor dem Ende. Also spricht ganz viel dafür, dass der VfB Stuttgart hier ins Viertelfinale einziehen wird. Damit wären sie um 14 Uhr wieder dran. Knapp daneben. 22 Sekunden auf der Uhr. Köln jetzt in Unterzahl. Samuel Kreuzmann, immer noch Kreuzmann. Kreuzmann! Das ist er gewesen mit diesem Solo hier. 10 Sekunden sind noch auf der Uhr. Köln ist im Ballbesitz. Kommt jetzt vor mit einem 10, richtig? Da müssen jetzt die Gleichzahl erstellen. 3 Sekunden auf der Uhr, ja, das wird nichts. Glückwunsch nach Stuttgart zum Einzug ins Viertelfinale. Köln scheidet leider aus. Das war die Zeit des Vorrundes.